Was wir uns auch nach Ewigkeit mal wieder angucken können, falls ihr Bock habt, ist Aiblali Ape Crime. Und zwar heißt das Video Alles nur Affentheater. Das waren Ali Tells. Das habe ich vor 6 Jahren hochgeladen. Eigentlich schon fast vor 7. Wann kam das raus? 2013. Also in einem halben Jahr ungefähr sind das 7. Ist das 7 Jahre her, dass, seitdem wir dieses Video gemacht haben. Okay. Ja. Let's go. Ali Tells. Eigenes Video geliked, hat jemand geschrieben. Das hat aber einen Sinn. Ich habe immer meine eigenen Videos geliked. Nicht aus dem Grund, dass ich die selber so geil fand, sondern damals war es so, wenn du Videos geliked hast, dann ist es bei deinen Abonnenten, beziehungsweise bei deinen Abonnements, Twitch, Dankeschön, in der Abo-Box aufgetaucht, wenn sie dich abonniert haben. Das bedeutet, ich habe das Video hochgeladen und einen Tag später habe ich es geliked. Dadurch ist dieses Video nochmal bei den Leuten in der Abo-Box aufgetaucht, für die Leute, die es halt verpasst haben oder so, um sicherzugehen, dass es wirklich bei allen ankommt, die mich abonniert haben. Und das hat jeder gemacht. Das hat Boytiti gemacht, das hat Apecron gemacht, das hat jeder große YouTuber damals gemacht. Jeder. Ali Tells. Willkommen, Freunde, zu Ali Tells. Und ich stottere wie Scatman. I'm Scatman. Heute sogar mit anderen YouTubern, der gute Ali hat die Außenwelt betreten. Und tatsächlich einige Leute gefunden, die bei dem Scheiß hier freiwillig mitmachen wollten. Party hard. Wow. Ich, meine Freunde, wünsche viel Spaß und let's go. Mach mal einen Pedoblick. Als ob so ein Pedoblick aussieht. Ja. Welche Energy Drinks? Vor allen Dingen, was war jetzt daran fail? Also warum fail? Trinkst du? Ich trinke das hier und das hier und das hier und das hier. Oh mein Gott, jetzt mal ohne Spaß, ne? Was ist mit Relentless passiert? Relentless. Weil ich habe das damals so gerne getrunken. Es gab verschiedene Sorten. Dieses Grüne war übertrieben lecker. Es gab noch so ein, also das Schwarze mochte ich am meisten. Und das gibt's irgendwie nicht mehr, oder? Also ich glaube, das letzte Mal, wo ich das gesehen habe, war irgendwo in Berlin in irgendeinem Netto oder so. Gibt's noch? Also ganz ehrlich, in Köln sehe ich das nirgendwo. Nirgendwo. Das hier, 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 das hier. Oh, das war die geilste Sorte, finde ich. Moment, der hier. Der rote Relentless, das war das geilste überhaupt. Natürlich bevor es den Lian Red Bull gab. Geiler Bart. Danke. Du, Cengiz, ich glaube, der meinte eigentlich nicht. Halt's Maul! Danke. Ich finde, mit dem Bart sieht Cengiz so ein bisschen aus wie, als wäre da so ein Mönch. Where the fuck ist das Video bei mir lautlos? Auch beim zweiten Mal, jetzt wo ich neu geladen habe. Sternchen, Trollsternchen. Do you like waffles? Yeah, we like waffles. Wie bist du auf den Namen Aiblali? Alter, was geht mit dir? Hast du einen Aussetzer, oder? Alter, was geht mit dir? Hey, Ali, ich hole mir Call of Duty Black Ops 2. Was sagst du dazu? Hey, Ali, was reimt sich auf Sushi? Hey, Baylor! Was reimt sich auf Baylor? Jetzt kommt die lustigste Stelle, die witzigste Stelle, weil es halt komplett gefreestylt war von Cengiz. Auf Baylor! Du kleiner Hurensohn. Was? Ich finde, das ist einfach die beste Stelle im Video, weil die halt schon wieder authentisch ist und so komplett assi. Ich liebe das. Habe ich dann extra drin gelassen. So. Ich wusste nicht, ob ich das drin lassen soll, weil damals hat man halt immer versucht, so übertriebenst kinderfreundlich und family-friendly zu sein. Aber es war halt zu funny so. Das war. Denkst du, dass sie genauso wenig Niveau haben wie Ali Tells? Stimmt, er hat recht. Hey Ali, du Arschloch, ich mag dich. Ich schwöre, gefick dich, du verfickter Hurensohn, Alter. Ach ja, und ich liebe dich, Bro. Über alles. Fick Logic. Mach mal ein Aiblali Community-Denkmal. Ey, die Sache ist, dieser Sketch, ne, mit dem Aiblali Community-Denkmal, ich dachte mir, wie krass es wäre, wenn es so eine Bratwurst-Statue gäbe oder sowas in der Art. Und ich habe dann bei Google Bratwurst-Denkmal eingegeben. Also einfach so, in der Hoffnung, dass das existiert. Danke für den Euro. Ich wollte sagen, dass ich Albaner bin. Das, cool. Nice. Nee, also ich habe einfach Bratwurst-Denkmal bei Google Bilder eingegeben und bin dann so auf Seite 2, auf Seite 3, auf Seite 4, auf Seite 5. Und irgendwann war da dieses Bild und ich dachte mir, oh mein Gott, puh, zum Glück kann ich diesen Sketch bringen. Weil wenn ich da dieses Bild nicht gefunden hätte, dann
wäre das halt nicht Teil des Videos gewesen. Jetzt welcher Mucke gehst du am meisten ab? Estra. Magst du deine Mutter? Und wenn nicht, bist du ein Monster. Aber ich mag meine Mutter. Monster. Aber ich mag meine Mutter doch auch. Keine verfickte Schleichwerbung. Was? Vor die Videos kommt Werbung? Mein Adblock Plus funktioniert nicht. Nein. Get YouTube Money. Get YouTube Money. Wie viele Haare hast du auf dem Kopf? Ich glaube, das könnte ein bisschen dauern. Moment. Etwas später. Ich habe aber echt, also meine Haare sind relativ dünn so, aber ich habe recht viele und füllige Haare. Marc, danke schön. Die Sache ist, ich wollte mich irgendwann nicht mehr als Aiblali, hi, danke schön. Also irgendwann hatte ich keinen Bock mehr darauf, dass man mich als Aiblali identifiziert, aber ich glaube, das wird niemals aufhören. Also ich werde für die Leute immer Aiblali sein und mein Ad-Name hier auf Twitch ist ja auch Aiblali und deswegen, ja, also ich werde erstens immer Aiblali sein und zweitens, ich glaube, wenn ich wieder mit Aiblali anfangen würde, was natürlich irgendwann passieren könnte, vielleicht in einem Jahr oder so, dann würde ich aber nicht mehr diese Formate machen. So. Also ich würde kein Alitels machen, kein Aiblali, kein Videospielmythen, kein Creeps. Ich würde einfach nur Videos machen, auf die ich Bock habe. Das würde wahrscheinlich in so eine Lifestyle-Richtung gehen, wo ich vielleicht mich mit anderen YouTubern zusammensetze und an einem Tisch eine Challenge mache. So ähnlich, was halt Nick macht. Und wahrscheinlich würde ich eher sowas machen, sowas Leichtes. Und ja, also ich denke, wenn ich wieder mit Aiblali anfangen würde, dann eher sowas tatsächlich. Und auf Weg würden dann weiterhin diese ganzen Streaming-Sachen kommen. Also ich halte mir die Option offen. Also es kann auf jeden Fall sein, dass ich irgendwann vielleicht mal in einem Jahr oder so wieder Aiblali mache, aber ganz, 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 ganz anders als damals. Also und ich würde auch wirklich nur das machen, worauf ich Bock habe, weil mein Hauptproblem mit Aiblali war ja nicht der Kanal an sich oder die Community. Mein Hauptproblem war, weil ich mich so verfahren habe in diesen Formaten und das so krass, dass die Leute andere Sachen nicht mehr akzeptiert haben. So, immer wenn ich was anderes gemacht habe, außer Alitels oder außer Videospielmythen oder so, dann wurde das zu Tode gehatet und ich würde ja einfach irgendwas machen, so, weißt du, ich würde random Videos hochladen, ich würde einfach nur, ja, einfach nur wieder so Aiblali machen, wie ich damit angefangen habe, wo ich einfach das mache, was mir am meisten Spaß macht. Nein, nichts mehr Bücherclub oder so. Also, ja, war es zu vertieft? Ja, definitiv, definitiv. Aber ich werde immer Aiblali sein, so, das ist so. Ich werde diesen Stempel niemals wegbekommen. Das ist auch gut so, weil Aiblali hat mich groß gemacht. Das ist aus einem Musikvideo. Und zwar mein Roast Yourself. Das können wir uns ja eigentlich auch angucken, weil das ist eigentlich auch so ein bisschen inspired by El Guni, wenn wir schon dabei sind. Und, hast du es schon? Ich glaube, es sind über 9. Ich finde, du solltest bei RTL auftreten, ich schätze. Kaka ist braun und Pipi ist gelb. Das Messer ist silber. Und deine Kehle rot. Wie der Bunali rappt, Alter, ich schmeiß mich weg. Alice, ja, was bleibt, Timmy? Danke für die 10 Euro. Frohes Neues an dich und deine Community. Thank you very much. Thank you very much an dich auch. Wörtlich nicht. Merkst du, Bratwurst? Ja, ja. Stell dich für die Warteschlange fürs Arschversohlen hinten an. Mir hat auch dieses Roast Yourself übertriebenes Fun gemacht. Also, das habe ich ja auch auf Aiblali hochgeladen, weil es mal wieder was ganz anderes war. Und ich hatte am meisten, das klingt jetzt so gemein und auch ein bisschen dumm, aber die Videos, die mir auf Aiblali am meisten Spaß gemacht haben, waren die Videos, die nicht Netherboy, dankeschön, die nicht Alitels waren oder Aiblali oder Videospielmythen oder Creeps. Also wenn es mal ganz andere Sachen waren als diese Main-Formate, dann haben mir die Videos am meisten Spaß gemacht. So, Frodolum, dankeschön. Also Alitels hat mir irgendwann gar keinen Spaß mehr gemacht. Also ich habe das echt nur gemacht, weil die Leute das erwartet haben. Yo, dankeschön. Und deswegen, falls ich irgendwann mal wieder mit Aiblali anfangen sollte, dann ganz anders als früher, ganz anders. Und dann würde es wahrscheinlich auch erstmal schön Deabos hageln, was aber auch vollkommen okay ist. Hey Audi, kann es sein, dass Russen sehr leicht provozierbar sind? Ach, so ein Blödsinn. Wenn du wüsstest, wie leicht man Deutsche provozieren kann. Nein, Almans. Deutschen Kartoffeln? Hey, wie geht's dir? Hey, warte mal, provoziert euch das nicht? Warum soll uns das provozieren? Wir können euch nicht provozieren! Adi, was bringt dich zum Weinen? Wie wär's mit YouTube-Kommentaren? Ey, Adi, magst du Penisse?
Photo, Gentleman. Guck mal, ich hab so richtig krass, ich hab mir selbst bei diesem Sketch auch viel Mühe gegeben, weil achtet mal bitte auf den Kommentar, seht ihr das? Und jetzt passt auf, wenn der Kommentar sich bewegt zu mir, dann ändern sich die Schatten so. Seht ihr, dass es hier auf der rechten Seite jetzt dunkler ist? Da, vergleicht mal. Guck mal, so viel Mühe habe ich mir gegeben. Das sind so Kleinigkeiten, Marc, Dankeschön, die kein Schwein sieht, aber trotzdem habe ich da diese Arbeit reingesteckt. Photo, photo, Gentleman. Haha, die Stelle mit Chengs Glatze, voll geil! Zum Glück war das alles nur gespielt. Was laberst du? Das war nicht gespielt. Hey Ali, mach doch mal ein Video, in dem du deine Lieblingsspiele vorstellst. So, meine Freunde, zum einen hätten wir Earthbound. Und das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal! Ali Chels! Und damit kommen wir auch schon zur Challenge Time! Die Aufgabe bestand darin, ein Nerdy Picture zu schießen. Ah, stimmt, es gab damals. Oh Gott, jetzt wird's richtig weebig, Leute. Jetzt wird's richtig weebig. Passt auf. Spiele, viel Spaß. Sternchen, Raw Sternchen, awesome. Jetzt, meine Freunde, seid ihr dran, ein Meme-Face zu machen. Vollkommen irrelevant, ob der oder was vollkommen anderes. Oh mein Gott. Dieses Video schreit 2013. Finale Tells Flashbacks. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Ja,